Und damit ein herzliches Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu FIFA 17. Ja, es geht wieder los. FIFA 17 Notts County. Wir sind auf dem dritten Tabellenplatz und wir müssen jetzt unbedingt punkten. Ja, wir müssen dringend sogar punkten. Aktuell sind wir unter der Zielvorgabe und ich habe so ein bisschen Angst. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir den Trainerposten hier aufgeben müssen. Und das würde mich echt extremst ärgern. Und ja, ich wäre dann sogar gewillt, einen... Ich habe ja noch einen Spielstand von Notts County. Diesen so weit zu spielen, dass wir dann auf dem jetzigen Level sind, um dort vielleicht zu versuchen, die Mannschaft halt zu halten. Wir motivieren unsere Mannschaft. Ich kann es mir nicht vorstellen, eigentlich, aber im Fußball kann alles passieren. Wir machen weiter. Ich verzichte jetzt mal auf Training. Ich hoffe, ich bin nicht so laut. Ich hoffe, ich bin nicht so leise. Ich habe keine Ahnung gerade. Wir verzichten jetzt mal auf Training. Wir werden aber die Mannschaft natürlich ein bisschen anders da aufstellen, denn wir sehen schon, wir haben da den einen oder anderen, der nicht ganz so fit ist. Forte zum Beispiel. Wir nehmen diesmal in die Startformation. Jetzt muss ich überlegen. Wer nehmen wir denn in die Startformation? Nehmen wir mal Wilden mit rein? Ne, wir nehmen Thompson. Thompson hat ein gutes Match gehabt auf jeden Fall. Hollins ist auch auf dem Berg nach oben eigentlich. Harrod auch. Also ich würde sagen, wir machen das mal so. Smith nehme ich allerdings mal raus. Und lass mal Campbell rein. Und wen haben wir denn hier? Wir nehmen hier mal Woodman rein. Einfach, um im Mittelfeld so ein paar frische Leute zu haben. Haskett ist natürlich auch schon ziemlich platt. Aber der muss leider ran. Es tut mir leid. Wir brauchen unbedingt 3 Punkte. Diese 3 Punkte sind so wichtig jetzt. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Diese 3 Punkte sind enorm wichtig für uns. Tag zusammen. Heute können wir also nachprüfen. Wir können nachprüfen, ob wir nicht dann doch lieber die Kommentatoren wieder leiser machen. Ich spiele ja privat auch ein bisschen ab und zu. Und deswegen habe ich die Kommentatoren natürlich an. Gehen die so? Ich denke, so geht's, oder? Ja. So, wir wissen, wo wir stehen. Wir sind auf dem dritten Tabellenplatz und wir müssen unbedingt punkten. Und ja, wir brauchen unbedingt einen Dreier. Der Dreier ist enorm wichtig für uns jetzt. Und da haben wir vielleicht schon die erste Chance. Oh, das sah gut aus. Das sah richtig gut aus jetzt eigentlich. Ich habe jetzt bloß gar nicht drauf geachtet, für wen. Also wer da vorne mit dabei war. Okay. Wir dürfen nicht so früh angreifen. Wir haben hier einen guten Gegner trotzdem. Das hätte man vielleicht als faul ahnden können. Alter, das gibt's doch nicht. Das ist doch einfach nicht normal. Momentan? Echt? Mann. Wir kassieren so ein frühes Tor und der hat noch nicht mal mit dem Kopf gespielt, oder? 12 Tore. Ein guter Spieler. 7 Minuten und wir liegen 1:0 zurück. Und ich sag noch, wir müssen aufpassen. Und dann... Nein! Warum läuft der denn nicht? Es ist ärgerlich. Es ärgert mich gerade wieder enorm. Das heißt, jetzt muss ich wieder in Zugzwang, ja? Ich bin jetzt wieder in Zugzwang. Jungs!
Klasse gespielt! Super von Snyders! Das war gar nicht Snyders, von Oliver, Entschuldigung. Klasse! Und Haskett ist super durchgelaufen. Klasse gemacht, der Junge. Mein Gott, Gott sei Dank. Wichtig, so, so wichtig. Gleich kontern, gleich die Antwort geben. Jake Haskett, ein absoluter Spitzenspieler, meiner Meinung nach. Okay, Gott, 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 so, so wichtig. Nicht lange rumschnacken, nicht lange aufhalten, rein, genau. Oh Mann, klasse. Jetzt müssen wir aufpassen. Vorsicht, 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 Vorsicht. Gut, gut, gut. Haskett wieder. Zack. Nein, oh, da war zu lasch. Der hätte gut kommen können. Kempel kommt da nicht wirklich hinterher. Aber gut abgelaufen. Gut, gut, gut. Das, oh, Vorsicht, 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 Jungs. Na, oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Das gibt's nicht. Warum? Was macht ihr da hinten? Oh, ey, das darf doch nicht wahr sein. Hä? Ich will doch nicht ins Pressing gehen. Nein! Was macht ihr? Ich bin gar nicht auf die Tasten gekommen. Oh, das darf nicht wahr sein. Sehr gut abgelaufen. Zurück zum Torwart. Warum ist die Seite offen? Warum ist die Seite offen? Was macht ihr denn? Das könnte gefährlich werden. Da kann er ihn stoppen. Jesus Christus. Das gibt's doch nicht. So, hopp jetzt. Auf, ran! Ihr müsst rangehen. Ihr dürft nicht da hinten rumlummeln. Hättest du den nicht gehabt, mein Freundchen, hätte ich die rausgeschmissen. Instant. Und das Schlimme ist, es gibt echt solche Phasen. Ab jetzt, lauf! Ja! Foul! Was? Ist der noch an den Ball gekommen? Echt? Mann. Es gibt solche Phasen. Was ich sagen wollte, ist, wo der Torwart wirklich solche Bälle nicht hält. Ich habe das auch schon erlebt. Das ist einfach, keine Ahnung, eine Unterschätzung der KI oder eine Unterschätzung des Balles halt, der KI. Gut, 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 gut. Einwurf. Auch für uns sogar, sehr gut. Oh, Jesus. Jesus, genau, Jesus. Um Gottes Willen. Mehr fällt mir dazu nicht ein gerade. Alter, nein! Das darf nicht wahr sein! Was machst du? Oh Gott sei Dank. Ich bin jetzt gerade an den Tisch gestoßen, sorry. Also ich denke, wenn wir uns mit dem 1-2 in die Pause retten, dann ist das glücklich. Also wenigstens gut geblockt. Das ist alles gerade ein bisschen
Ja, das letzte Spiel haben wir verloren. Wenn ich mich recht entsinne, ich bin mir jetzt gerade wirklich gar nicht mehr so sicher, aber ich glaube, das letzte Spiel hatten wir verloren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem sieht es jetzt auch nicht wirklich sonderlich gut aus gerade. Also die Mannschaft, also unser Gegner ist auf jeden Fall sehr stark. Man darf natürlich nie einen Gegner unterschätzen, ganz klar. Nein. Man darf nie einen Gegner unterschätzen, das sollte man niemals tun. Denn es kann immer zur Niederlage führen oder eben zum Sieg führen, je nachdem. Was ich sagen wollte, ist aber, man sollte ja nie einen Gegner unterschätzen, auch im Fußball nicht. Jeder hat mal seine starken Momente und wir haben sie momentan absolut nicht. Es ist heftig, es ist nicht schön. Wir müssen Akzente setzen. Akzente. So leid es mir für Heske tut. Heske ist ein super, super Spieler. Keine Frage. Aber ich werde ihn rausnehmen. Ich war jetzt kurze Zeit am Überlegen, ob wir eine andere Taktik nehmen. Hier. Aber so mitten im Spiel die Taktik zu wechseln. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Dann wäre ich nämlich auf Flügel gegangen. Also wären wir ein bisschen auf die Flügel gegangen. Aber wir probieren es einfach. Komm, mehr als verlieren können wir jetzt nicht mehr. Das heißt natürlich, wir müssen hier ein bisschen umstellen, ganz klar. Wir haben Campbell, das ist da eigentlich ja, nicht ganz so richtig, aber ist okay. Oliver geht auf Haskets Position, Haskett geht raus für Forte. Forte kann LM spielen ohne Probleme. Wir holen Dickinson raus, Traoré geht rein. Edwards kommt rein und das war's. Mehr können wir, glaube ich, nicht wechseln, oder? Habe ich noch einen Wechsel? Woodman ist LRM. Warte mal, den kann man auch da hochschieben. Ich habe... Wir haben Amora eh nicht dabei. Ha, lol. Ja, super. Hat sich ja super gelohnt. Nee, wir müssen so weiterspielen. Aber ich denke... Mehr als verlieren können wir jetzt beim besten Willen eh nicht. Von daher machen wir das jetzt erstmal so. Wir wechseln alle drei aus. Forte, Traoré, Edwards rein. Und wir... Das ist nicht euer Ernst. Okay, war jetzt gerade wieder so ein Schockmoment für mich, ne? Wir versuchen mal, nicht ganz in die Offensive zu gehen. So ein bisschen. Oh nein, nein, nein! Ja, so kriegt man auch die Tore. Was mache ich denn? Jetzt geh weg! Das kommt davon, wenn man auf die falsche Taste drückt. Nein, nein, abseits, abseits. War wirklich eine sehr, sehr gute Chance gewesen, aber das war für die Verteidiger noch rechtzeitig abseits, könnte man sagen. Spieler, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die einfach schon müde sind. Die können einfach nicht mehr. Die Saison war lang. Das könnte die Chance
Ist ja auch so, also man merkt es einfach. Bei FIFA 17, muss ich sagen, merkt man es einfach, dass die Spieler irgendwann einfach abbauen, dass sie nicht mehr können. Ist ja auch im echten Leben so. Irgendwann, da kannst du noch so viel trainieren, aber irgendwann, gerade zum Ende hin, werden die Beine schwerer, ist ja logisch. Dann wird es halt ein bisschen schwieriger, man wird anfälliger für Verletzungen und so weiter und so weiter. Es ist halt alles nicht so einfach. Fußball, ich habe selber Fußball gespielt, ich weiß es. Nein, ah. Ah, das ist wieder dieser kleine unglückliche Moment von mir. Die Idee war wieder so richtig, richtig genial. Aber der Schuss war einfach zu fest, den hat er nicht richtig bekommen. Hallo, Vorsicht. Den kannst du ruhig so schon, genau. Ja, wir haben Abseitsfalle eingestellt, dementsprechend sind sie jetzt uns zum Glück mal in die Falle getappt. Wir müssen jetzt echt versuchen, ein bisschen über die Flügel ranzukommen vielleicht. Weil alles andere wird, glaube ich, jetzt echt ein bisschen zu knapp werden. Da ist der Ball wieder weg. Oh, das ist so ärgerlich. So einfach so wirklich extremst ärgerlich. Nein! Ah! Mann! Kennt ihr das, wenn er zu früh drückt? Gibt's jetzt die Gelegenheit! Gut gelöst vom Verteidiger, dann bleibt er ganz ruhig. Und den spielt er gleich wieder zurück. Mist. Oh, wir brauchen dieses verfluchte Tor. Wir brauchen dieses Tor. Wir müssen. Ich muss auf Risiko spielen. Ich muss auf Risiko spielen. Weil wir brauchen dieses Tor einfach. Es führt nichts dran vorbei. Wir brauchen es. Nichts wird gefährlich, alles gut. Es wird aber nichts gut. Das wird nichts. Das wird nichts. Alter! Gibt's doch nicht! Kein Foul, Ball gespielt. Braucht er gar nicht rumzuzicken. Das wird nix. Och Mann, das ist so ärgerlich. Das letzte Spiel verloren, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß es halt wirklich nicht mehr. Und jetzt das schon wieder verloren. Und wir wollen aufsteigen. Wir müssen sogar hochkommen. Aber wir haben am Anfang, so ziemlich am Anfang, so viele Punkte liegen lassen. Gott, oh mein Gott. Oh, shit, 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 shit.
Hätte er den richtig gekriegt? Hätte er den richtig gekriegt, Mann? Oh mein Gott. War ja klar. Leider nix. Schon wieder eine Niederlage. Das ist so ärgerlich. Wir haben uns auch die zwei Tore einfach viel zu früh eingefahren. Also wir haben das eine Tor natürlich viel zu früh bekommen. Wir sind aktuell noch auf dem dritten Platz. Das ist so auch noch mit so viel Glück verbunden. Gegen Blackpool. Ist das nächste Spiel? Wir gucken mal ganz kurz, wo Blackpool steht. Blackpool? 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 Wo steht denn Blackpool? Ah, da unten. 15. Platz. Dürfen wir nicht unterschätzen. Auf keinen Fall unterschätzen. Gerade die Kleinen können sich gegen die, wo weiter oben stehen, auch mal gut durchsetzen. Wir schauen mal in der nächsten Folge, ob wir... Wir gucken jetzt einfach noch kurz. Komm, wir gucken jetzt noch. Ist egal. Wir gucken jetzt ganz kurz, ob wir vielleicht ja wechseln wollen. Ob wir vielleicht sagen, okay, wir tauschen mal ein bisschen die Positions. Sollen wir mal mit den 4-4-1-1 laufen? Ich würde fast sagen, wir machen das mal wirklich. Und nehmen dafür aber Snyders. Oh, Snyders ist schon wieder platt. Oh Gott. Nehmen dafür Forte auf die Rechte. Abora natürlich rein. Dickinson. Dickinson ist eigentlich okay, aber Traoré ist ein bisschen fitter, deswegen würde ich da gerne Traoré mitnehmen. Harrod. Und ja, ich denke, so probieren wir es mal. Ja, will ich. Wir probieren es mal so. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es leider wieder eine Niederlage war. Ist ärgerlich. Ich kann es leider aber nicht ändern gerade. Bis zum nächsten Mal, euer Knight. Haut rein, ciao.